Mein Name ist Ronny Kockert und ich leite in Wien ein Trainingszentrum und unterrichte dort die Kampfkunst Shinji. Als sich vor 2 Jahren diese Dramen vor unserer Haustür abgespielt haben, haben wir, die Shinji Rebels, die Mitglieder meines Zentrums und die Trainer meines Zentrums, uns von Anfang an engagiert. Ich wusste, dass ich mit meinem Handwerk einen Teil dazu beitragen kann, diesen Menschen neuen Mut zu geben, Mut für das Leben in neuer Freiheit. Und ich habe dann die Freedom Fighters gegründet. Ich habe gemeinsam mit der Caritas und den Johannitern junge Männer, junge Menschen eingeladen, mit mir gemeinsam zu trainieren. Ich heiße Ismail, ich komme aus Afghanistan und ich bin 18 Jahre alt, aber ich weiß nicht mein Geburtsdatum genau. Ich weiß nicht, 17 oder 18. Ich trainiere seit 7 Monaten beim Shinji. Ich bin mit schwierigen Leben aufgewachsen. Als ich Kind war, ich habe mit der Arbeit angefangen. Ich habe wirklich viel gearbeitet und ich liebe so Sport und ich kann nicht. Ich heiße Mahmoud. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin seit 2 Jahren in Österreich und ich lebe mit einer österreichischen Familie. Ein Freund von mir heißt Nina. Sie hat Kontakt mit Ronny und sie hat mir gesagt, wenn du willst, Ronny macht einen Workshop für euch, für Asylweber. Wenn du willst oder hast Interesse, du kannst auch mitmachen. Wir sind von verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Kulturen. Wir machen zusammen Training und das gefällt mir sehr gut, weil wir lernen nicht nur Kickboxing, chinesische Kickboxing, sondern wir lernen die österreichische Kultur und die Kultur von anderen Ländern. Ich nenne sie Angekommene. Sie waren ja keine Flüchtlinge mehr, sondern Angekommene. Mit jungen Männern sind sehr tiefsinnige Gespräche entstanden und sie haben mir berichtet über ihr Leid, über Krieg, über Flucht. Und ich habe damals die Idee gehabt, dass wir die Burschen auf ein Turnier vorbereiten, auf ein Kickboxing-Turnier, auf die Staatsmeisterschaft im Kickboxing. Das war am Anfang gar nicht so einfach, denn bei Staatsmeisterschaften dürfen normalerweise nur Staatsbürger teilnehmen. Aber der Präsident des Verbandes NMAC war so nett und hat hier eine Ausnahmeregelung ins Leben gerufen, sodass ich nach einem Jahr Training mit den Freedom Fighters bei der österreichischen Staatsmeisterschaft im Kickboxen antreten durfte. Wir haben bei der Staatsmeisterschaft gekämpft und unsere Jungs alles hat gewonnen, erster, zweiter Platz. Ich habe auch teilgenommen, ich habe 2 Bewerbungen gekämpft. Ich habe 2 Silbermedaillen bekommen, weil ich habe nicht so viel trainiert. Aber das war auf jeden Fall, das war toll, Stadtmeisterschaft. Sharif hat ja den 2. Platz gewonnen, glaube ich, ja? Ja. Und ich habe leider 3. Platz gewonnen, aber auch ich bin zufrieden. Also das war erste Mal und ja, und hoffentlich nächstes Mal gewonnen wird. War es, über die Kampfkunst, über die Konfrontation mit diesen Themen Kampf, Angst, Aggression und über ein bewusstes Erleben auch der eigenen Wut, Mut zu schaffen, eine Möglichkeit zu schaffen, das volle Potenzial zu entwickeln, mit Stress und Angst umgehen zu lernen und so Mut zu schaffen für ein neues Leben und das volle Potenzial zu aktivieren. Als ich in Afghanistan war, dann ich bin mit dem PKW nach Pakistan gefahren und dann nach dem Iran und dann nach der Türkei, dann so weiter mit dem Boot nach Griechenland und ja, es war wirklich sehr schwierig und mein Flucht hat 2 Monate gedauert. Mein Papa hat gesagt, ja, das Leben ist in Afghanistan ist. Du weißt, ich weiß nicht, wenn, zum Beispiel, wenn du in der Früh gehst, dann es gibt eine Bombe, dann du stirbst und es kommt jeden Tag
in unser Land Bomben und es ist wirklich, das Leben in Afghanistan ist ganz, ganz, ganz anstrengend und ganz, ganz, ganz schwierig. Ich war seit einem Jahr im Iran gelebt und dann, ich war 16 Jahre alt. Ich musste meine Familie verlassen und meine Heimat und meine Geschwister, das war nicht einfach. Ich habe wirklich sehr schlimme Sachen erlebt, aber jetzt kann ich mich selber nicht vorstellen. Aber Gott sei Dank, ich habe geschafft, dass diese eine lange Weg erreichen bis Österreich. Von Afghanistan nach Österreich fast ein Jahr gedauert und das war manchmal ohne Essen, ohne Trinken. Aber jetzt bin ich glücklich in Österreich. Ich fühle mich sicher. Sie hatten nichts. Sie hatten alles verloren. Ihre Familie, ihre Freunde, ihre Heimat. Aber sie hatten dieses Leuchten in ihren Augen, diese Hoffnung auf Freiheit. Und was daraus entstanden ist, das hat mich wirklich begeistert. Aus einem wilden Haufen, wild zusammengewürfelten Haufen von jungen Männern aus Afghanistan, Irak, Somalia und Syrien ist ein Team entstanden, ein Team der Freedom Fighters von hochanständigen, hochmotivierten jungen Männern, die ihr Bestes geben, die mit sehr viel Respekt miteinander umgehen, die voll konzentriert bei der Sache sind und die Kampfkunst in allen Bereichen auch leben. Menschen, die nicht mehr kämpfen müssen, weil sie kämpfen können. Man muss etwas Gutes machen in Österreich. Die anderen Leute, viele Leute glauben, dass viele Ausländer sind schlecht, aber das ist nicht so. Aber ich wollte unbedingt ein Vorbild für andere Leute sein. Das gibt eine Chance für uns, das ist eine Möglichkeit, dass uns etwas machen, etwas Gutes machen für die Zukunft. Und ich wünsche mir in Zukunft einen tollen Beruf haben und arbeiten, Sport machen, alles, ja. Meine Lieblingsfächer ist auch in der Schule Mathematik und ich will Mathematik studieren. Und ich habe noch nicht meine Entscheidung nicht getroffen. Und jetzt bin ich bei der Tischlerei-Beruf. Ich habe eine Lehrstelle im Hotel Sacher bekommen. Und nochmal, ich danke, lieber Ronny, dass alles der Ronny und meine Familie hat organisiert. Warum ich das Ganze mache? Weil ich es kann und weil es mich erfüllt. Weil es mich erfüllt, mit meinem Handwerk einen Teil dazu beizutragen, diesen jungen Helden Kraft zu geben. Kraft für ihr neues Leben in der Freiheit. Wenn mehr Menschen ihr berufliches Tun oder ihre Fähigkeiten auch zum Wohle anderer einsetzen würden, bräuchten wir wahrscheinlich viel weniger Antidepressionsseminare und diese esoterischen Ratgeber und Lebenshilferatgeber wären unnötig. Erkenne dich selbst im anderen, baue dein eigenes Glück immer auch auf das Glück anderer und erkenne den Sinn deiner Arbeit, Sinn und Nutzen deiner Mitmenschen. Dann aktivierst du die volle Kraft. Dann bist du frei.